Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Rick Studios. Heute stelle ich euch den neuen Set, also relativ neuen Set, der Mandalorian Forge vor. Dieses Set habe ich mir neulich zugelegt, auf Lego.com. Habe ich mir eigentlich einer der ersten Mal auf Lego.com gekauft, um mir ein paar VIP-Punkte zu holen. Ich zeige euch hier schon mal ein paar Funktionen. Also das ist wirklich ein sehr gutes Set. Ich habe es mir natürlich wahrscheinlich für die Mandalorianer gekauft, wie auch das andere Set hier. Kurzes Video, kurzes Teaser zum nächsten Video. Das ist dann der hier, den Mandalorian Starfighter. Den habe ich mir auch für die Mandalorianer gekauft, weil ich bin im Moment richtig geheilt von diesen neuen Sets. Also hier seht ihr ihn mal aufgestellt hier oben. Der ist eigentlich relativ hoch. Und ich bin relativ, ja wie gesagt, relativ geheilt von diesem Set. Vor allem von diesen Sets hier. Von diesen Sets hier, weil diesen haben alle was Besonderes und vor allem eine Sache gemeinsam. Drei Figuren. Und alles nur Mandalorianer. Und ja, das ist ein richtig guter Highlight, dieses Set. Und ich finde, das hat sich wirklich gelohnt, dieses Set zu kaufen. Es hat ein gutes Bauerlebnis gegeben, vor allem bei diesem Set hier. Bei den anderen, wegen den Flügeln, gab es auch ein paar Probleme, wie immer. Bei Sachen, die man zweimal bauen muss, und auch bei der Stabilität, muss ich sagen, sind bei beiden Sets ein paar Sachen zu klagen. Natürlich sind das Spielsets und sollten ein bisschen stabiler sein als UCS-Sets. Aber wenn man manche Unstabilheiten von UCS-Sets anschaut, kann man die für sich wirklich nicht dran beschweren. Ja, fangen wir jetzt mal an mit den Figuren. Hier seht ihr, das sind insgesamt drei Figuren. Mit dabei, sorry, dass ich jetzt immer so bin, aber ich habe ein bisschen Schnupfen. Und ja, fangen wir an mit der ersten Figur. Das ist dann Parts Wiesler. Richtig geile Figur, finde ich, weil ihr seht, das ist eigentlich die größte Figur, finde ich. Also, finde ich, ist nicht so das passende Wort, weil das ist ja das ist die Figur mit den meisten Teilen, die ich wahrscheinlich habe. Also, die echt eine Mini-Figur ist. Also, die Kopf und so hat, Beine und Torso. Ja, ihr seht das, wie immer einen schwarzen Kopf hat, diesen Mandalorians, aber einen abnehmbaren Backpack. Und hier hat auch eine Bedruckung, was eigentlich das gleiche hier ist, ihr sehen könnt, nur halt in klein drauf gedruckt, was finde ich auch ein netter Detail ist. Wenn man das als Detail einschätzen würde, wäre das sehr nett sein. Hier hinten hat er, wie gesagt, diesen Backpack, das eigentlich ein Jetpack ist. Und ja, hier kann er auch so eine Kanone befestigen, die richtig nice ist übrigens. Also schaut euch einfach das hier an. Also wenn man hier von der Minifiguren-Ebene schaut, ich blende euch jetzt noch nicht die Fotos an, weil ich muss sie doch ein bisschen bearbeiten, aber wahrscheinlich in den nächsten Videos werden Fotos kommen von Minifiguren wie der Bad Batch, von denen ich übrigens auch alle habe. Darauf bin ich auch stolz. Und ja, aber zur zweiten Minifigur, darauf bin ich auch sehr stolz, dem Mando. Dieser Mando ist richtig nice, weil er hat, alles normal, aber er hat einen Jetpack. Und diesmal kein Umhang oder einfach nichts wie ein Adventskalender. Ich habe übrigens auch das kleine Version und übrigens kommen wir zu den Versionen. Ich habe alle Versionen von Mandalorian, also nicht die alte natürlich, also nicht die ohne Veskar. Ich habe alle Veskar mit Armbedruckung, sagen wir mal so. Alle mit Armbedruckung von Mandalorian habe ich alle Varianten, die in der Kalender, die hier und die in der Slave One von Boba Fett habe ich auch die Figuren von. Ja, die hat wie gesagt immer diese Armbedruckung und hier, warte, wenn es scharf stellt, sollte das Matterhorn zu sehen sein. Ja, ihr seht es, da ist einfach das Matterhorn drauf, was eigentlich ein richtig geiles Detail ist. Und ja, auf dem Rücken ist natürlich auch eine Bedruckung. Und kommen wir zu einem der Highlights dieses Sets, was natürlich alle Figuren von diesen Sets sind die Highlights. Aber der Amora ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, dass Lego es kann. Also, wenn wir auch nochmal den Gar Sex nehmen, das hat den gleichen Helm-Mold. Ja, aber diesen Lego kann das. Also, er hat dieses Helm-Mold natürlich für ihn, also für sie ist es eigentlich ein bisschen zu kurz und für ihn, zu lang und für ihn zu kurz. Und ja, also lieber die Anstrengung genommen und beide Molds ein bisschen verändern, weil
Obwohl, weil ihr würde es vielleicht noch durchgelassen haben, bei Gar Saxon gar nicht, weil er hat wirklich so Hörner wie das Maul, aber richtig lange. Und ja, sie hat natürlich auch einen schwarzen Kopf und hier wie immer diese klassische, keine Ahnung, was es eigentlich ist. Das ist so dieses Mittelpunkt von diesen Mandalorians, die immer, das ist, sieht bei jedem auch gleich aus, sogar bei Gar Saxon. Und ja, sein Set an sich, ja, okay, sieht man das schon bei ein paar Sachen. So instabil, nicht so sehr stabil sein lassen, so. Also, warte, hier kann man es natürlich dran machen und ja, hier sind eigentlich eine Granate und ein Ding, aber das habe ich für den The Bad Batch jetzt benutzt, weil das haben die Bad Batch-Teammitglieder, das haben. Aber technisch gesehen ist hier sogar Misprint mit dabei und zwar der Helm von Mando. Erstens in der alten Variante, also nicht in der neuen VSK-Variante, seht ihr, man sieht einen klaren Unterschied in der Helligkeit. Und ist einfach gar nicht verdruckt. Eigentlich ist auch von Adventskalender Misprint, weil da diese weißes Helm drin ist, ohne irgendeine Bedruckung. Und ja, hier sieht er, wird gerade so das Gar geschmolzen. Habe ich so hingelegt, dass halt dieses Werkzeug, das eigentlich der Armorer hat, habe ich dann da reingemacht. Da wird gerade, also ich weiß nicht, ob es in der Serie auch so war, wird da gerade irgendwas mit den Beskar gemacht. Und da ist ein richtig nice Sprint. Hier nicht hier die Aufkleber. Und ihr seht, dass ich sie relativ schief angebracht habe. Aber hier seht ihr, dass da ein Print ist. Und wenn man das jetzt öffnet, ist da drin die Zange, die, ja, sagen wir so, ein paar Stormtrooper gekillt hat. Zusammen mit dem Hammer. Und ja, hier ist ein Besen. Und ja, das ist wie ein bisschen, also nicht so arg wie in Sanctum Sanctorum, also in neuen Sanctum Sanctorum Workshop, von denen ich die Figuren auch übrigens habe. Es ist nicht so, dass da so viele Sachen drin sind, oder wie bei Obi-Wan Tüte, da sind auch unpassende Sachen drin, also irgendwelche Sachen reingehammert. Aber hier könnt ihr sehen, ist auch zum Beispiel hier ein Schlittschuh drauf, ein Besen, diese Dinger hier, wie gesagt, so ein Tisch. Und ja, an sich finde ich, ist dieses Set sehr gut gelungen. Man könnte an den Figuren noch ein bisschen arbeiten, obwohl ich habe an den ersten beiden Figuren hier nichts zu beklagen. Außer halt bei der letzten Figur, und zwar der Armorer, bei denen konnte man noch ein bisschen Potenzial rausholen. Aber ich bin zufrieden von Lego, was die hier gemacht haben. Es könnte natürlich immer besser werden, das hoffe ich auch. Und das ist natürlich eine klare Besserung von den alten Sets. Und ja, also es gibt viel Schlimmeres als sagen jetzt mal so. Und für ein 30-Euro-Set sieht man die Qualität davon, ehrlich gesagt, sehr gut. Also das spiegelt sie gut wider, die Qualität. Und ja, ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Kostet nichts und hilft mir wirklich sehr. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, ciao, ciao.